Liebe Gläubige aus nah und fern, ein Religionslehrer hatte seiner Schulklasse kurz vor den Osterferien ein sehr ungewöhnliches, ja fast erschütterndes Erlebnis. Ein Mädchen in seiner Klasse hat gegen Ende seiner Stunde plötzlich zu weinen angefangen. Ganz betroffen fragte er diese Schülerin nach dem Grund ihrer Tränen und bekam die überraschende Antwort: Weil Jesus ja wirklich am Kreuz gestorben und begraben worden ist, weil er wirklich tot ist. Zunächst etwas ratlos und irritiert und im Herzen angerührt, und nachdem er die Schülerin mit der Botschaft von der Auferstehung Jesu erst einmal ein bisschen getröstet hat, wandte sich der Lehrer an die ganze Schulklasse und sagte zu den Buben, den Mädels, die sonst alle so ungerührt da saßen und eher ein bisschen gelangweilt so die Stunde über sich ergehen haben lassen, wo er die Leidensgeschichte eben vorgetragen hat, die Leidensgeschichte von Jesu Verrat, seinem Kreuzweg, seinem Tod am Kreuz, sein Begräbnis, und sagte zu dieser Klasse dann: Seht ihr mal her, eure Kameradin belehrt uns jetzt alle. Wie viele von euch haben jetzt in dieser Stunde eher so eure Albernheiten gemacht oder ein paar unpassende Bemerkungen fallen lassen, während wir diese Bibelgeschichte durchgenommen haben? Sollten wir, ja müssten wir nicht alle eigentlich, einschließlich mir als dem Lehrer, so zu Tränen gerührt sein, ob dieser Tatsache, dass Gottes Sohn, der doch so gut zu den Menschen war, der doch eigentlich so viel Wunder gewirkt hat und wo es doch keinen Grund eigentlich gibt, dem weh zu tun, dass dieser für uns, für unsere Missetaten, für unsere Schuld, das Kreuz, dieses Leiden auf sich genommen hat? Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte diese Frage von diesem Religionslehrer auch mir jetzt und Ihnen allen an diesem Karfreitag stellen. Ist es denn nicht wirklich oft so, dass wir so ganz ähnlich wie in dieser Klasse viele unserer Zeitgenossen auch sich da einfach abbeuteln, denken, meine Güte, was hat diese alte Geschichte mit mir heute zu tun? Was soll denn dieser Jesus, sein Leiden, ja gut, es war schlimm, man soll daran erinnern, es respektieren, er war unschuldig, ja, aber was, warum soll ich da jetzt in die Kirche gehen oder mein ganzes Leben nach ihm ausrichten? Dieses Denken ist doch so vorherrschend. Es ist nicht so überraschend, dass es vorherrschend ist in der säkularen, der verweltlichten Gesellschaft, in der wir leben. Das ist nicht überraschend, denn viele kennen den christlichen Glauben nur noch ganz rudimentär, nur noch bruchstückhaft oder manche auch gar nicht mehr. Denen kann man da gar nicht so böse sein, wenn sie nur so achselzuckend und ein bisschen so die kalte Schulter zeigen und ein bisschen lachen über die Christen oder auch sogar Verachtung übrig haben und denken, was wollen denn die da mit so einem Kreuz da? Wer ist denn dieser leidende Mann überhaupt und was haben sie damit? Aber wir müssen doch ehrlich sein, liebe Schwestern und Brüder. Dieses gleichgültige Verhalten, dieses Denken, das ich schon vorher genannt habe, was hat das mit mir zu tun? Es ist doch auch schon oft und vielfach in unsere Kirche eingesickert. Dass wir denken, ja, meine Güte, muss man es denn so ernst nehmen? Dreht sich denn die Welt nicht genauso gut oder vielleicht sogar manchmal noch besser, ohne dass man ständig den Herrgott bemühen muss oder gar die Kirche, braucht man die wirklich so unbedingt, außer an gewissen Verschönerungen im Leben, bestimmten Anlässen? Ist das nicht tatsächlich oft auch so, dass wir Gläubigen, die wir auch vielleicht sogar regelmäßige Kirchgänger sind, ja sogar Pfarrer und Geistliche sind, dass wir Gefahr laufen zu verweltlichen, etwas
abgebrüht und gleichgültig zu werden gegenüber den Geheimnissen des Glaubens, gegenüber den Geboten Gottes und deswegen eine Erinnerung brauchen. Erinnerung und Auffrischung. Und genau deswegen haben wir an diesem Karfreitag im katholischen Bereich häufig diesen Brauch der Kreuzenthüllung und der Kreuzverehrung. Das Kreuz soll uns jetzt neu aufrütteln, soll uns herausreißen aus diesem Dornröschenschlaf, soll uns zeigen, wer der Herr im Haus sein muss und welcher Herr das ist, was für einen Gott wir wirklich haben, was für eine Liebe er zu uns hat. Dass wir nicht mehr denken, ja, ich mache mit, wie so viele Weltmenschen, dass es zwar schick und toll ist, mir den Buddha in die Küche oder in den Garten oder ins Geschäft zu stellen und die buddhistischen Räucherstäbchen anzuzünden, dass ich mich begnüge mit ein paar so Weisheitslehren aus dem fernen Osten, die nicht wirklich wehtun, die mir auch nichts wirklich vorschreiben und meinem Ego ein bisschen mehr schmeicheln. Nein, das Kreuz sagt, bekenne dich zur Wahrheit, denn es zeigt uns ja die Wahrheit dieser Welt. Es ist doch das, was wir erleben. Gewalt, Hass, Enttäuschung. Es wird nicht verleugnet, nicht mit Balsam wegmeditiert, sondern es ist ganz knallhart auch Christus widerfahren. Natürlich kommt da vielleicht jetzt die Frage. Die Frage, warum hat Christus das mit sich machen lassen? Gewiss haben auch die Tränen dieses Mädchens diese Frage still gestellt. Warum nur nimmt Jesus das auf sich, dieser allmächtige Gott? Weil er ein kompletter Mensch geworden ist, sagt unser Glaube. Er ist in allem uns gleich geworden, der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreifaltigkeit, allem uns gleich, außer der Sünde. Und er aber sonst, er wurde leidensfähig, er hat Todesangst kennengelernt am Ölberg, unsere Ängste. Und damit kann er uns auch in all unseren Leiden, unseren Krankheiten und Schwächen nahe sein, uns verstehen, uns auch stärken. Und das andere ist, wenn jetzt jemand einwendet, ja, war das denn nötig, dass er für unsere Erlösung so viel auf sich nahm? Das ist typisch das menschliche Denken. Wir denken immer, es ist nicht schlimm, ein bisschen Lügen, ach, das macht doch jeder. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, da mal die Ehe zu brechen, einen Seitensprung kommen, das ist ein Kavaliersdelikt. Ja, so denken wir immer. Aber wenn es einem selber passiert, dass man belogen wird und betrogen wird, wenn man selber spürt, was auf einmal aus scheinbar so harmlosen Dingen sich entwickelt, wo man konfrontiert wird, ist doch nicht schlimm. Ganz harmloses Beispiel jetzt mal, wenn ich mit 150 Sachen auf der Ortschaft durchrase und dann wird man geblitzt und der Führerschein ist weg, dann ist es aber doch schlimm. Oder, jetzt kommt es wirklich hart, ich fahre dann ein Kind zusammen. Was ist das Schlimme, das Schuldgefühl damit zu leben? Nein, es ist schlimm. Die kleinste Sünde ist schlimm. Und Gott ist nicht nur die Liebe, er ist es natürlich in erster Linie, er ist auch die höchste Gerechtigkeit. Er ist auch der Richter der Welt und er muss Recht sprechen. Und er wird nicht so wegschauen und sagen, ja, ist nicht schlimm, macht's das nur, weil es alle machen. Das ist eben diese Vermassungsgefahr. Wissen Sie, Vermassung bedeutet, alles nur, weil alle das machen, mache ich das auch. Wenn alle in Kirche gehen, Kirche. Wenn aber die meisten in die Kirche gehen, neben dann bin ich schon, schaue es mir böse und dumm von der Seite an. Nein, das ist das falsche Denken. Und so sagt Christus, lasst euch nicht vermassen. Das Kreuz sagt uns und warnt uns, denkt wieder selber nach, was ist Gottes Wille, wenn ihr Christen sein wollt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr erleben wollt nach meinem Segen? Denn, um die Gerechtigkeit einmal aufzugreifen, diese Sünden der Menschheit, von denen die sind so groß, dass der Mensch sich selber durch noch so viel Anstrengung und Opfer sich nicht mehr hätte daraus
befreien können. Schon die Ursünde der Stammeltern im Paradies, nicht übrigens der allerersten Menschen, wann auch immer die da gelebt haben und wie viel das waren. Aber es ist so, Christus kann es, denn er ist nicht nur Mensch, er ist auch göttlich. Und so hat sein Leiden so einen Wert eben bekommen, dass er die ganze Schuld aller Menschen, aller Jahrhunderte bezahlen kann, all derer, für all die, die sie bereuen, die sich ihm zuwenden. Doch nochmal, war das wirklich nötig, dass er sich so einer Grausamkeit aussetzen musste, so einem Leiden? Die Frage dürfen wir nicht ihm stellen. Die müssen wir uns stellen, der Menschheit. Wir sind doch die Grausamen. Wir haben ihm das doch angetan. Er hat doch nicht darum gebeten, dass das getan wird, dass man ihm das antut. Im Gegenteil, er hat sogar noch gebetet im Ölgarten in der Nacht zuvor, Vater, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Er hätte das gern erspart und ein Tropfen Blut hätte schon genügt, um uns zu erlösen. Aber unsere Bosheit wird sichtbar an diesem Kreuz, strahlt leider auch das Geheimnis des Hasses auf. Aber es wird überstrahlt vom Geheimnis der größeren Liebe, die Liebe, die vergibt, die gewaltlos ist und die uns erlöst. Papst Benedikt sagte immer so schön, nicht die Kreuziger, nicht die Gewaltherrscher erlösen die Welt und schaffen die bessere Gesellschaft, sondern der Gekreuzigte, der Gewaltlose. Ein Beispiel dafür, wie das aussehen kann, welchen Frieden das Kreuz einem gibt, das können wir vielleicht sehen in der Geschichte. Sie kennen vielleicht die Königin von Frankreich, Marie Antoinette, die in der Französischen Revolution enthauptet wurde. Sie war zuerst auch mehr so, weil sie konnte es ja leisten in der damaligen Zeit auch schon, so wie heute viele oberflächlich, schon katholisch getauft, man geht in die Kirche, ja, hat schon Respekt vor Gott, aber man lebt sein Leben vergnüglich und eher für sich. Und dann kommt diese Katastrophe. Auf einmal lernt sie kennen, so wie es uns auch oft geht, dass das Glück, dieses Irdische, trügerisch ist. Wie eine Seifenblase zerplatzt, kommt diese Revolution. Und als sie dann im Gefängnis sitzt in Paris, da hat sie das ganze Leben noch einmal betrachtet und überdacht und gemerkt, es ist nur eines wichtig, nämlich in der Freundschaft mit Gott zu leben. Und hat dann vor einem Kreuz, einem Kruzifix, das es heute noch gibt übrigens, gebetet und auf einmal einen Frieden gespürt. Und ihre Bitte war, ich möchte mich so gern, Herr, von meinem Tod noch einmal ganz mit dir versöhnen. Am liebsten eine Beichte, man lässt keinen Beichtvater zu mir. Und dann fügt sich so, die Antwort Christi, dann sage ich immer, dann fügt es sich so, dass ein mitgefangener Bischof zu ihr kommt, es irgendwie schafft und konnte die Beichte noch abnehmen. Dann ist sie ganz gelassen, voller Anmut, nicht mehr die Lebedame, sondern mit einer ernsten Würde dann eben zu diesem Hinrichtungsplatz gefahren worden und konnte sogar noch ein bisschen scherzen. Also der Scherz ist fast makaber. Da tritt sie nämlich dem Henker auf die Füße und sagt noch, Pardon, Monsieur. Also, da hätte ich andere Sorgen in so einer Situation, aber sie konnte das, weil sie war so schon vom Kreuz Christi gestärkt und wusste, dass sie dieses Leiden, dieses Schicksal jetzt so annimmt, das wird ihr den Himmel nun öffnen. Und so sollen auch wir uns heute erinnern, wir uns alle, ich eingeschlossen übrigens, dass alle irdischen, rein irdischen Vergnügungen und Sicherheiten, all diese seichten Dinge nicht wirklich unseren inneren Hunger stillen können, uns eher sogar ins Unglück stürzen oder uns eher ganz traurig werden lassen. Ich denke da zum Beispiel an so erschütternde Dinge, nur ein ganz kleines Beispiel. Da gibt es manchmal so Karrieremenschen. Ich will mir gar nicht ausnehmen, das ist in allen drin, aber manchmal wird es ja auch extrem. Der eigentlich verheiratet wäre und Kinder hätte, aber so an seine Karriere und ans Geld denkt, an den Reichtum denkt,
dass er meint, er tut doch schon genug für die Ehefrauen, für die Kinder, wenn er da Geld liefert und sie in einem schönen Villa sie leben lässt. Aber es ist zu wenig. Es ist so traurig, so ein Denken. Gerade da zerbrechen dann die Beziehungen. Gerade da wird es dann oft schwierig mit den Kindern und geraten manchmal auf eine schlechte Bahn. Oder auch andere, die so leichtfertig dahin leben. Sie kennen das alles. Und so soll das Kreuz uns heute sagen: Lass dich nicht vom Teufel betrügen, von diesem Glamour, der uns immer wieder in eine falsche Freiheit vorgaukelt, sondern hab Mut, einsichtig zu werden. Und wenn du am Boden bist und egal was passiert ist, steh wieder auf und wende dich mir zu, sagt Jesus. Denn ich habe die Arme ausgebreitet. Und das Schönste ist, am Ende steht nicht das Leiden mehr, sondern das Leid wird siegen in der Auferstehung. Es wird triumphieren über alle Mächte der Hölle und des Chaos und des Hasses. Es wird der Ostermorgen kommen. Das Ende heißt nicht Tod, sondern Leben. Wozu der Mensch fähig ist, zeigt uns Karfreitag am Kreuz. Wozu Gott fähig ist, zeigt uns dann vor allem Ostern, die Auferstehung. So möchte ich noch ganz kurz diese Gedanken zusammenfassen in einem Gedicht, einem Lied, das Friedrich Christoph Oettinger im 18. Jahrhundert schon, aber zeitlos gültig und wunderbar verfasst hat und das alles nochmal ausdrückt. Kreuzeskönig, deine Schmerzen und die Angst, die deinem Herzen an dem Ölberg zugedrungen, seien jetzt von uns besungen. Was wir selber leiden sollten, ward dir Maß für Maß vergolten. Alle Schuld, die uns befleckt, wurde an dir aufgedeckt. Sehet alle stolze Prangen an dem Kreuze Jesu hangen. Er trägt meine Dornenkrone, meiner Eitelkeit zum Hohne. Seht den großen Lebensfürsten an dem Holz des Kreuzes dürsten und um unserer Lüste willen seinen Durst mit Galle stillen. O du Freund der Menschenherzen, möchten doch durch deine Schmerzen alle Menschen auf der Erden dir ein Lohn der Leiden werden. Möchten sie doch ihre Bande unter Sünden, Schmach und Schande und des Eifers Gottes brennen an dir sehen und erkennen. Möchten sie doch glauben wollen, dass aus dir der Brunnen gequollen, der mit Lebenswasser tränket und die Gottesfülle schenket. Jesus, ich bin auch gekommen, habe dich beim Wort genommen, nimm mich wieder bei dem Meinen, dich erwähle ich und sonst keinen. Amen. Reise Zunge und verkünde den erhabenen Waffengang, auf das Kreuz das Siegeszeichen, singe den Triumphgesang. Singe, wie der Welterlöser starb und dennoch siegerang. Denn verblendet aß sich Adam einst vom Baume das Gericht, doch der Schöpfer voll Erbarmen wollte sein Verderben nicht und hat selbst den Baum erkoren, der den Fluch des Baumes bricht. Gottes Plan, uns zu erlösen, hat verlangt die Opfertat, und des Vaters ewige Weisheit macht zu Schanden den Verrat. Unverlieh barmherzig Heilung, wo der Feind verwundet hat.
So ward in der Zeitenfülle uns gesandt des Vaters Sohn, er der Schöpfer aller Welten, stieg herab vom Himmelsthron und ward Fleisch und ward geboren und ward einer Jungfrau Sohn. Als nach 30 Erdenjahren für den Herrn die Stunde kam, dass er unseres Heiles wegen Tod und Leiden auf sich nahm, wurde er erhöht am Kreuze, dargebracht als Gottes Lamm. Seht den Essig, seht die Galle, Dornen, Nägel, Speer voll Wut, seinen zarten Leib durchbohren. Wasser strömt hervor und Blut, Erde, Meere, Sterne, Welten werden rein durch solche Flut. Heilig Kreuz, du Baum der Treue, edler Baum, dem keiner gleich, keiner so an Laub und Blüte, keiner so an Früchten reich. Süßes Holz, o süße Nägel, welche süße Last an euch! Beuge, hoher Baum, die Zweige, werde weich an Stamm und Ast, denn dein hartes Holz muss tragen eine königliche Last. Gib den Gliedern deines Schöpfers an dem Stamme linde Rast. Du allein warst wert zu tragen aller Sünden Lösegeld. Du die Planke, die uns rettet aus dem Schiffbruch dieser Welt. Du gesalbt vom Blut des Lammes, Pfosten, der den Tod abhält. Lob und Ruhm sei ohne Ende, Gott dem höchsten Herrn geweiht, Preis dem Vater und dem Sohne und dem Geist der Heiligkeit, einen Gott in drei Personen, lobe alle Welt und Zeit. Amen.